Ja, hallo Ansberger, ich möchte euch auf eine kleine Reise mitnehmen. Und zwar bin ich heute am Sonntagmorgen, dem 28. Februar, aufs Rad gestiegen und hatte die Idee, mal einfach mal Ansberg so ein bisschen abzufahren. Es war zwar ein bisschen kühl, aber trotzdem hat es Spaß gemacht. Und ja, deswegen, wir fahren jetzt einfach mal eine Runde durch Ansberg. Und zwischendurch melde ich mich mal dann und ja, ihr seht ja, was Sache ist. Ja, so das, quasi ist das ein 360-Grad-Film. Ihr könnt euch quasi dann auch im Film frei bewegen, rundherum schauen oder auch den Film mal anhalten und nochmal bewegen. Ist vielleicht ganz interessant für später mal. Ist ja immer so ein kleiner Test, um es auszuprobieren, ob das Ganze so funktioniert mit der Videobearbeitung und den Ton dazu, etwas ins Mikro zu reden, das ist gar nicht so einfach. Einfach auch für mich mal ein Test, sowas mal zu starten, auch Handwerk mal zu zeigen und auch dann in ein paar Jahren mal reinzuschauen, wie halt der Wandel ist, was sich so verändert hat, alles so, die Straßenzüge, die Autos, das Ganze drumherum irgendwie. Ist vielleicht in 10, 20 Jahren mal interessant, im Moment vielleicht weniger, aber wie gesagt, später ist es vielleicht besser mal, das wieder zu sehen. Okay. Thank you.
Weiter geht's. So, gleich kommt der Zug. Ja, kurz mal was zu der Kameratechnik, die ich hier auf dem Helm montiert habe. Das ist eine sogenannte Insta360 One R. Eine 360-Grad-Kamera, die ja rundherum alles aufnimmt. Die kann man quasi hinterher in der Post-Production dann in der nötigen Software entweder per App oder per Software auf dem PC bearbeiten. Ich habe jetzt nicht viel dran bearbeitet. Es ist fast ein Echtzeitfilm, nur mal ganz kurze Schnitte, aber ich wollte eigentlich mal so am Ganzen das Stadtbild mal aufnehmen und mal zeigen, wie es zur Zeit jetzt aussieht. So, jetzt geht es stadteinwärts zur Linken. Das Kreiswehrsitzamt inzwischen ist schon, glaube ich, Regierung für da dort jetzt eingezogen. Es hat eine Zeit lang leer. Aber es hat sich auch wieder neu erfunden. So, die Arnsberger Feuerwehr jetzt gleich hier zur Linken. Dann kommt der Rewe-Markt. Rewe, Lidl, Getränkecenter, das Nötigste, um eben eine Kiste Bier holen. Und weiter geht's. Kreuzung Grimmestraße, Hotelmenge zur Linken, auch alles zu während der Pandemie. Und weiter geht's wieder, Ruhestraße hoch. Glas Schlimmbach zur Linken. Hotel zur Linde, auf der rechten Seite auch geschlossen, klar. Wir fahren jetzt auf die Kreuzung zu Richten der Altstadttunnel. Langsam kommt die Sonne auch mehr und mehr durch. Und weiter geht's. Zu Richten der Altstadttunnel. Ja, und dann gleich auch hier zur Rechten das Arnsberger Museum oder Sauerlandmuseum neu, auch geschlossen zurzeit. Auf geht's zur Europablume. Eine kleine Ehrenrunde drumherum. Muss ja auch sein. Viel Zeit muss sein. La Vita mit Peter Beckmann auch zu. Böhmerstraße hoch. Hier zur Linken hat sich auch einiges getan. Das alte Haus damals, da war auch mal die Arnsberger Stadtbücherei drin. Damals abgebrannt oder zum Teil Großbrand drin gewesen. Sind auch verschwunden. Rechts unser Husemann, Haus Husemann inzwischen. Auch komplett renoviert. Das Arnsberger Ärztehaus zur Rechten auch top neu gemacht. Also seit Jahren schon. Hier ist auch irgendwie eine Baustelle. Drehen wir eine Runde über den Arnsberger Neumarkt. Ach, bleiben noch mal stille, genau. Bleiben noch mal drauf, um noch mal den Blick schweifen zu lassen. Hier dann auch im Video frei bewegen, entweder am Handy durchbewegen, rechts, links, oben, unten oder halt am PC mit der Maus.
Jetzt hat man alle Möglichkeiten, nochmal den Blick schweifen zu lassen. Hirschberger Tor. Hier wurde auch einiges freigeschnitten. Kann man auch wieder sehr schön Richtung Neustadt gucken. Auch ganz klasse. Kirche, die auch schon seit Ewigkeiten renoviert wird, durchs Hirschberger Tor. Immer wieder schön durch. Und dann geht es noch zum Laurentianum. Spontan mal hinten eingebogen. Auf dem Schulhof hinten. Hat sich auch sehr verändert. Die alte Sporthalle wurde umgebaut. Rechts konnte man früher immer schön drunter stehen und hier auch mit dem Auto mal parken. Auch alles zugebaut seit Jahren, hat sich auch völlig verändert. Noch drehen wir hier auch mal noch mal eine kleine Runde. Jetzt hoch am Kurhotel vorbei. Inzwischen ein Altenheim, schon seit Jahren. Rechts die neue Sporthalle von Laurentianum, das heißt neu. Ja, auch schon viele Jahre alt. Die größere Dreifachsporthalle. Hier ist das Kurhotel. Hoch. Ja, schon ein fantastischer Blick Richtung Neustadt. Mal links eben zum Kurhotel fahren. Ja, wieder schön. Das Wetter jetzt gerade unten haben, wo ich das hier bespreche, haben wir schon wieder, ja, keine Ahnung, 3, 4, 5 Grad. Also das ist schon alles verrückt. So,
So, jetzt geht's rein zum Ems-Denkmal. Immer wieder der Anblick vom Ems-Denkmal, immer wieder klasse, immer wieder fantastisch, bei jeder Wetterlage, Jahreszeit, Uhrzeit, immer wieder was anderes, immer wieder schön. Und so, jetzt geht's wieder zurück. Der klassische Blick Richtung Altstadt. Neustadt, immer wieder schön. Hoch. Auch so für morgens keiner unterwegs. Hier bleibe ich auch nochmal stehen. Ja, das renovierte Haus Hosemann. Sind jetzt die Braubrüder drin. Aber auch alles zu, bis auf weiteres. Keine Gastronomie, nichts. Jetzt geht's zum Steinweg hoch Richtung Maximilianbrunnen. Töpfe, diese hässlichen, wurden überall aufgestellt, weil
Im neuen Sauerlandmuseum gab es eine recht erfolgreiche Ausstellung, diese August-Macke-Ausstellung, und die war gut besucht und deswegen wurde der Steinweg und alles auch zugeparkt. Aufgrund dessen wurden halt diese Kübel so aufgestellt. Naja, ich hoffe, die verschwinden auch bald mal wieder. Was hier oben auf dem alten Markt ist, nicht so toll. Gerade wenn ich mal ein paar schöne Fotos machen will. Rein ins Tillmanns Gässchen. Alte Arnsberger Stadtmauer. Nutzen wir auch sehr oft, wenn wir aus der Altstadt nach Hause gehen. Immer wieder schön. Dann geht's gleich rechts. Richtung neuen Sauerlandtheater. Sauerlandmuseum, ich verwechsel das ständig. Naja, ist doch fast das gleiche. Die englische Promenade wurde auch wieder sehr schön hergestellt. Wir hoffen hier auch ein schöner Blick auf die Neustadt. Und los geht's. Der alte Teil des Sauerlandmuseums zur rechten, der neue zur linken. Mit großer Videoleinwand, die sehr klasse ist, sehr toll. Also, gute Idee, sieht ja aus wie in New York schon. Auch sehr schön gemacht, hier auf dem Dach vom Sauerlandmuseum. Ich habe auch einen Blick auf die Ruhrstraße, hinten auf die neue Ruhrterrasse, hinten auch klasse gemacht. Also es hat schon einiges getan in Arnsberg, keine Frage. Hier glaube ich auch noch ein bisschen, so, weiter geht's. Da hinten ist Golden Turm, auch ein altes großes Gebäude. Hat aber nicht Rolf Grote drin gewohnt, sondern da war früher um 1820 in der Druckerei drin, mit dem Namen Grote. Das alte Hill-Gebäude kennt der andere noch unter den Hill-Namen, hinten die Anlieferung früher, inzwischen ist das hier ein Sozialkaufhaus geworden, stand noch jahrelang leer. Auch zwischendurch mal das dänische Bettenlager drin. Am Kreisverkehr mit Europablume. Ich glaube, hier fahre ich auch noch mal eine Runde rum. Nein, doch nicht. Es geht direkt über die Klosterbrücke. Ja, links nochmal die Ruhrterrasse. Ja, hier hat sich auch einiges getan. Wurde vor ein paar Jahren inzwischen auch schon wieder ein bisschen aufgepimpt, was halt so geht.
Landgericht zu linken. Staatsanwaltschaft. Haus Behne auch renoviert. Ja, und das neue, wieder ein neuer Kreisverkehr mit dem nachempfundenen Google A. A steht für, natürlich für Arnsberg. Auch wenig Verkehr heute Morgen. Klasse für solche Aufnahmen. Kann man auch mal auf sich wirken lassen. So, zurecht das Residenz-Kino-Center, ja auch schon seit Wochen, Monaten geschlossen in der Pandemiezeit. Ich hoffe, es macht mal wieder offen als Ansberger Kinogänger. Ist man natürlich froh, wenn man so ein Kino in der Stadt hat. Ich hoffe, es bleibt uns erhalten. Ja, auch hier die Apotheke neu, hier früher Sport Liebald. Zwischen auch zu Büroräumen umgeändert. Bäckervilla im Hintergrund hinten zur Rechten. Ja, verändert sich auch alles so ein bisschen mit der Zeit. Hier früher, ja, die alte Pumptankstelle noch für die alten Ansberger. Ja, und hier zur Rechten hat sich auch was getan, da wurden auch zwei Häuser abgerissen. Bäcker Hachmann stand hier und noch ein Haus. Ja, auch alles verschwunden, wird auch geändert, hier wird auch ein Altenheim gebaut. Oder es wird erweitert, hier hat sich schon auch was geändert im Hintergrund. Bäcker Hachmann noch Panini-Bilder gekauft und das Negerkostbrötchen wurde auf dem Weg zur Schule hier auch geholt. Ja, und für 10 Pfennig geschnuckelt ist und die Tüte war voll. Unvergesslich. Links im roten Gewand zu Fritz, der Inhaber auch letztes Jahr gestorben, auch steht zurzeit auch zu, was daraus wird, ja, bleibt auch spannend. So, nochmal eine Ehrenrunde um das A. Und weiter geht's. Ja, am Brückencenter vorbei. Ist auch kräftig modernisiert worden. Auch ist ein bisschen aufgehübscht worden. Betonfassade ist verschwunden. Auch ist ein bisschen moderner. Volvo hat nach wie vor da drin. So. Ach, hier auch noch eine Ehrenrunde. Wie viel Zeit muss hier auch sein? Ja, Haus Schwartekopp. Auch unvergesslich damals zur Spielwarenabteilung Haus Schwartekopp. Piano Café auch zu, auch schon länger zu. Schade, Ansbergs schönste Kneipe eigentlich. Kapellchen früher hier auch Ansbergs Schützen,
Halle, ja, viele Jahre als Kind noch erlebt. Und jetzt geht's runter auf die Hellefelder Straße. Die Frauenkirche zur Linken. Spannend werden. Hier links das Eckhaus, auch zu. Da war mal die Fasstaube drin hier. Dann ja, die alten Feldmühlenhäuser kommen jetzt zur linken Seite. Wird vielleicht im nächsten Jahr auch mal ganz spannend. Ich denke mal, das ein oder andere Haus wird hier auch verschwinden. Soweit ich weiß, stehen hier auch leer. Hier zur rechten war früher mal Bäckerei Stratenschulte drin. Auch verschwunden. Ist inzwischen auch eine Wohnung. Ja, hier geht es dann los zur linken Seite. Die alten Feldmühlenhäuser, die auch in einem schlechten Zustand, ich denke, die werden nach und nach immer verschwinden. Deswegen würde ich das auch ganz gerne mal in einem Video festhalten. Da weiß man gar nicht mehr, wie es hier früher mal aussah. Rechten Seite, letzte Tankstelle vor der Schützenwiese hieß es früher immer, da gab es auch mal lecker Schnäpschen. Ja. Zu links kommt jetzt das alte Altpapierplatz von der Feldmühle, Kaskade, Renno de Medici, ich weiß gar nicht, wie viele Namen sie inzwischen schon hatte. Für mich ist es die Feldmühle. Ja, rechts die alte Schützenbrücke. Neu, vielleicht auch schon mal 2 Jahre alt. Jetzt war ich hier spontan mal rechts rein. Ich hatte eigentlich was anderes vor. Ich wollte eigentlich über die Ringstraße fahren, aber ich bin mal hier rein. Ist auch mal sehr schön entlang der Ruhr. Auch mal eben die Atmosphäre hier genießen. Feldmühle, auch alles aufgeräumt, alles platt. Ja, jetzt kommt auch die Sonne schon raus. Es war mal frisch heute Morgen, aber es war richtig herrlich, gerade hier an der Ruhr lang. Ganz klasse.
sammeln gerade engagierte Ansbacher Mitbürger den Müll ein. Andere Leute einfach liegen lassen. Echt unglaublich. Und es geht nicht. Packen Leute selber schon den Müll an und nehmen mit nach Hause. Sieht zwar alle aus wie Sau. Jahrelang gar nicht und letzten Jahre umso öfter. Du weißt mir erst, was man von verpasst hat hier eigentlich viele, viele Jahre. Deswegen immer, wenn ich hier im Rad vorbeikomme, wir verweile ich immer, auch wenn hier Hochwasser ist oder Niedrigwasser, auch eine ganz, ganz tolle Ecke hier unten. Inzwischen haben sich auch viele Eisvögel hier niedergelassen. Wenn man einen Blick und ein Ohr dafür hat, kann man sie schnell finden. Die Diamanten der Lüfte. Gerade wenn jetzt die Sonne scheint, dann ist das blaue Gefieder schon ganz, ganz toll. Wenn man die Vogelstimme kennt und ihre Flugwege oder auch die Ansitzpositionen sieht und auch kennt, dann hat man sie schnell gesehen oder entdeckt.
Ja, hier halte ich immer an. Immer toll. Ja, Segelflugplatz, das heißt, dass davon übrig geblieben ist, auch verschwunden, Halle abgebaut, bam, weg. Letztes Jahr waren noch ein paar Reste hier, aber inzwischen ist das auch verschwunden. Da stehen noch so ein paar Bänke, das war es dann aber auch. Was hier passieren soll, ist man wohl auch noch in der Schwebe. Naja, ist auch so ganz schön. Der alte Ansberger internationale Segelflugplatz inzwischen. Verschwunden. Kleine Ansberger Rundfahrt, ich hoffe, es hat euch gefallen. So, dann geht es jetzt noch zurück durch die Ansberger Bürgergärten, dann wieder hinauf zum Ansberger Neumarkt und nach Hause. War ein schöner Sonntagmorgen, viel Spaß damit und ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht bis zum nächsten Mal, ich gebe zurück in die alle angeschlossenen Funkhäuser und tschüss.